Willkommen zu Banished Special 03. Und wer sich wundert, warum das hier alles ein bisschen, naja, nicht mehr so aussieht, wie es mal ausgesehen hat, der muss sich nicht wundern. Denn leider sind mir dann doch die Leute gestorben. Es hat, glaube ich, ein Essen gefehlt. Ich habe, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, zu spät mit den Versorgungsgütern angefangen. Und fürs Erste habe ich jetzt aber erstmal, ja, ein kleines Special, möchte ich jetzt mal sagen. Und deswegen sage ich an der Stelle erstmal Mats ab hier. Ich richte mir derweil mein Interface ein. Wie ihr seht, ich habe es schon bequem gemacht, denn heute soll ich ein bisschen darüber reden, ja, warum ich zocke und warum dass ich Videos für YouTube mache. Gut, kommen wir mal zur Frage Nummer 1. Warum zocke ich? Warum zocke ich? Weil es meine Leidenschaft ist, weil es mein Hobby ist und weil ich jetzt schon seit 18 Jahren tue, rechnet also zurück, ich bin 32. Damals habe ich angefangen mit meinem Onkel zusammen und da hat man Warcraft 1, 2, Wing Commander Privateer, Day of Tentacle, das waren so die Anfangsspiele und so kam ich zum Thema. Warum mache ich Videos für YouTube? Ist eigentlich auch eine ganz einfache Frage und noch eine einfache Antwort. Einfach nach einem Jahr aktivem Spieleredakteur da sein bei Game Together, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, es macht Spaß, aber es macht mehr Spaß im Praktischen zu arbeiten, wie zu schreiben, muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Daher habe ich in der fünfmonatigen Pause damals das Projekt For You gegründet und seit Anfang 2014 arbeite ich auch wieder mit Game Together zusammen. Eine sehr spaßige Sache, eine sehr spannende Sache und wie man sieht, mit Early Access Spielen, mit Closed Beta Spielen, wo die Publisher mich unterstützen und natürlich auch die Entwickler, Entschuldigung. Macht das Ganze natürlich immensen Spaß und das Anliegen von mir eigentlich ist, euch das zu zeigen, die Spiele zu zeigen. Ich meine, viele fragen sich, kann ich mir das Spiel zulegen? Early Access ist ja sowieso relativ in Verruf geraten und das möchte ich euch zeigen. Lohnt es sich für euch? Lohnt es sich nicht? So kann es sich jeder anhand der Let's Plays oder der Video-Previews, wie man mittlerweile teils mit den Beta-Geschichten umgehen muss, selbst urteilen und was soll ich sagen? Das ist eigentlich alles, damit hätte ich alle beiden Fragen beantwortet. Ich schicke euch jetzt zurück zum Special von Banish. Hinter mir seht ihr gerade so ein aktuelles neues Projekt und startet im Oktober. Ich bedanke mich bei Easy für die Promotion-Aktion, ich habe sehr gerne mitgemacht und wir sehen uns in Let's Plays. Ich mach's mir weiterhin gemütlich. Bah, da kommen die Kühe. Die Kühe kommen. Jawohl, hervorragend. 8 von 8 sind es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber das sind noch kleine Kühe dabei. Oh. Na gut. Tja, den Typen, den ihr da gerade eben gesehen habt, das war ich. Ja, schwer zu erraten. Und ja, was soll ich sagen? Wie geht's hier weiter? Weiter geht es auf jeden Fall mit dem Sponsor Games Planet. Zum einen. Zum anderen will ich mal sagen, ja, es geht mit viel Spielen weiter. Alleine im Oktober starten 3 Let's Plays, wobei das letzte davon wird wahrscheinlich eher so Richtung Ende des Monats, vielleicht sogar November, ich weiß es nicht so genau, ich hoffe, das kriegen wir dann auch noch im Oktober hin, wird alles zeitlich ein bisschen eng, könnte man sagen, aber es wird schon werden, da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken drum. Harvest. So, ich möchte mal ganz kurz schauen, wie das hier mit dem Essen läuft. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Landet das jetzt hier drin?
Storage for Lockstone ist near. Also, das ist fast voll. Tja, dann müssten wir so gesehen. Stockpile. Da müssten wir hier, glaube ich, noch ein bisschen anbauen. Oder wir machen das irgendwo. Wo könnten wir das denn machen? Wir könnten das beispielsweise hier tun. Hier so. Weil wir wollen ja rüber bauen. Und dann ist es nicht so weit davon entfernt. Ich finde es auf jeden Fall geil, die Landschaft hier. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Empty Split. Ah, man kann das also auch trennen, ja. So, das hier wird gerade abgeändert. Weizen. Jetzt muss ich nur erstmal ganz kurz schauen. An den Cabin brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade eben nicht. Was haben wir denn dann noch? Herbalist, Forester Lodge, Mine brauchen wir eigentlich auch nicht. Eine Taverne. Die werden wir über kurz oder lang auch brauchen. Auf jeden Fall möchte ich hier nicht so einen Fehler machen wie auf der letzten Karte, dass wir hier tatsächlich dann am Essen scheitern. Das wäre natürlich scheiße, um es mal so auszudrücken. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir hier gleich nochmal ein Feld, würde ich sogar sagen. Und ja gut, okay, hier gibt es noch was wegzuschmeißen. So, dann kümmern die sich auf jeden Fall um die Nahrung. Die hier auch. Dann müsste das doch eigentlich funktionieren. Die Betonung liegt auf eigentlich. Tja, sind wir mal gespannt, ob wir neugierig sind. So, jetzt habe ich euch noch ein paar Videoausschnitte aus alten Zeiten. Dazu möchte ich jetzt mal noch was sagen. Und zwar, ich war ja früher mal in der Gilde, eben bei Illuminati genannt, 2 Jahre lang. Und ja, es war zu Klassikzeiten eigentlich in der Hauptsache. Und wir haben eigentlich recht chillig gelebt. Ja, wir haben wirklich chillig gelebt. Wir haben aber auch sehr erfolgreich geraidet. Das darf man auch nicht vergessen. Und da darf man auch ruhig ein bisschen stolz drauf sein. Bin ich auch, ehrlich gesagt. So, die Straße. Können wir einmal so machen und dann. Nein, okay, das funktioniert nicht. Dann bauen wir das halt eben so hin. Dann haben wir hier noch ein schönes Häuschen. Dann schließen wir das Viereck vielleicht. Genau. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein super Verständnis da, wie in vielen anderen Gilden sicherlich auch. Das möchte ich gar nicht bezweifeln. Und ja, letzten Endes. Ah, so geht das hier runter. Genau, und letzten Endes war es ja dann so, ja gut, die Wege gingen dann dennoch auseinander, aber wir in einem anderen Special Set, wir sind wieder zurück sozusagen. Naja gut, ich eigentlich eher weniger, ich habe nicht so wirklich Zeit dazu. Da fehlt es wirklich massig an Zeit, es ist Garbage. Ah, Salat. Ja, dann haut mal rein. Wir haben Sommer, ihr müsst jetzt Gas geben. So, das sind 3, 4 abgestellt. So, die Erwachsenen nehmen zu. Also, nicht, dass sie jetzt Essens. Ach, egal. Was mache ich eigentlich? Ich habe schon wieder die Befürchtung. Können wir denn da hinten irgendwo bauen? Lass uns mal. So, zack, Straße.
Straße. Zack. Und dann noch schnell ein Markt. Würde ich sagen, machen wir vielleicht hier hin. So. Genau. Und jetzt habe ich euch noch ein paar Videoausschnitte. Damit verabschiede ich mich jetzt auch schon mal und bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich doch. In der nächsten Special-Folge dann wieder. Dann darf der Darwish wieder Banish spielen. Ich hoffe, es geht nicht wieder in die Hosen. Wenn ja, dann sagt mir doch mal, warum. Ich habe nämlich echt gerade sehr wenig Zeit, aber eigentlich müsste es funktionieren, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe rechtzeitig Essen gepflanzt. Ich habe hier Rinder. Das muss doch funktionieren. Sag doch mal was, Emma, du Kuh. Schade, die kann man gar nicht einzeln anklicken. So, hier nochmal. Ne, einer reicht eigentlich, oder? Naja. Also, liebe Leute da draußen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag, hoffentlich mit schönem Wetter. Und verabschiede mich aus dem Spiel. Tschüss! So, der Raid in seiner Komplettheit sammelt sich bei mir. Wer diesen verfickten Buff hat, also den Geysir, wird nach rechts gehen, wenn sich der Raid nach links bewegt. Und es wird instant gehen. Der verdammte Raid zieht sie her zu mir. Dino näher, sind alle auf, denn zu mir. Zum X, verdammt. Wo ist ein X? Augen auf, ihr Idioten! Scheiß Keyboard weg als Benika! Hab ich gesagt, irgendwer soll noch vorgehen? Verdammte Milis, ich scheiß auf eurer Mini-Damage! Wenn einer von euch irgendwen im Raid tötet, werde ich eure DKP eigenhändig null. Schau mal! Null. 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 Du Ficker! Ey, wie bescheuert bist du eigentlich? Boah, du Schweinepriester! Ey, wie dämlich kann man sein? Happy meinte das metrische System für rechts. Jetzt fragt ihr euch sicher, was ist der Unterschied zwischen metrischen und egal. Ich find's lustig. Ey, sag mal, pass auf, komm, geh, hau ab, erzähl mir, du bist beleidigt oder sonst was, aber spiel bitte weiter, wenn dein IQ über 50 gestiegen ist. Mann, das ist doch nicht normal, was haben wir 15 Mal erzählt? Du sollst nicht... Ey, der Typ ist zu bescheuert. Das sind unsere Jäger, ehrlich. Also Helpin, jetzt musst du sagen, welches rechts du meinst. Also rechts ist dahin, wo wir nicht sagen. Und Helpin, ja? Alter, laber mir nicht in den Raid rein. Du übertönst sogar meine Musik. Alle investieren, dann ist der Ton. Guck mal, Rüstungsverreißen. Meinst du, da ist lange Rüstungsverreißen drauf? Lol. Da müssen mehr Dots drauf. So, ich gehe in Nahkampf, es hilft nichts. Ja, ja. Mit 1,5 Frames per Second. So großes Fleck habe ich gar nicht, finde ich geil. Hey, ihr steht in der Mount, nee, es geht bei mir auch. Ich kann normal casten, ich habe bloß 7 Frames, das ist das. Ich komme jetzt vom Mount, aber ich kann nicht absteigen. Da ist jetzt bin ich unten. So, einmal schauen, was wir haben. Vergesst die Screenshots nicht, Leute. Ich will ja nicht mal. 42%. Ach, 35%. Was ist da los? Ich glaube, mehr. Also, da geht einfach nur noch Mass Damage von über 500 Leuten.
20%. Joll, alles haut auf den Mob ein. Ich sehe den Mob überhaupt nicht, ey. Das ist das Allergeilste. Ja, der Mob ist jetzt auch gleich tot. 50% nur. Wir haben schon erkauft. Er ist von 30. Okay, das Essen dauert immer 30 Sekunden, Mann. Rüstungszerreißen ist immer noch nicht drauf. Und tot. AE Knockback kommt. Ah, ja, weg nochmal, sehr schön. So, ran. Damage. Heil Fehlmann. Ja, Fehlmann. Achtung, AE Knockback. Und Zobe. Alles in den Damage rein. Alles rein in den Damage rein. Kann Paladin mal Mana-Segel oder sowas draufkasten? Arcane Porno, alles was geht. AE Knockback, weg. Lol, Arcane Porno. Da muss mehr Damage jetzt kommen, sonst kommt die zweite Söhne-Phase. Man muss Serotonin anregen, wenn es geht. Jawohl, Leute! Ich wünsche euch alles. Supportet mich, ich möchte herzlichen Glückwunsch.